Weisu. Ich habe Weisu das erste Mal gesehen im Sommer 2018 im Figurentheater Phoenix hier in Schondorf. Schillers Die Räuber wurden in einer Neuinterpretation aufgeführt. Er war Teil des Ensembles und er fiel auf unter den jungen Schauspielern. Positiv. Hatte eine eigene Ästhetik in seinem Spiel, inszenierte sich, ohne sich wichtig zu nehmen. Es hatte etwas von dem New Kid in Town, das noch keiner kannte, aber womöglich eine Persönlichkeit war, die die Kreativszene Schondorfs dauerhaft bereichern könnte. Damals, 2018, war ich im Publikum. Dass wir heute zumindest für ein paar Minuten die Rollen tauschen und Weisu mir zuhören muss, hatte ich damals nicht gedacht. Weisus bisheriger Werdegang ist voll von Geschichten, die jedoch nicht alle hier erzählt werden. Vor 35 Jahren wurde er in Aleppo geboren. Nach zu vermutender Kindheit und Jugend hat er in Aleppo Innenarchitektur studiert, Masterstudiengang dann in Kairo. Im Dezember 2014 ist er nach Schondorf gekommen, wurde schnell aktives Künstlermitglied im Kunstverein und spielte Theater beim Figurentheater Phoenix. Aktuell arbeitet er als Innenarchitekt und studiert Industrial Design an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Eine Familie gegründet haben seine Frau Shuri und er inzwischen auch in Schondorf. Im September 2021 kam Tochter Taj zur Welt. Zu den Zeichen, die er in seinem Leben und in Schondorf schon gesetzt hat, kommen jetzt die Fragezeichen hier in der Galerie Feuer und Flamme. Bei den Zeichen geht es um Kalligraphie, um arabische Schriftzeichen, beziehungsweise scheinbar arabische Schriftzeichen. Denn mit dem Versuch, diese zu übersetzen, würde man scheitern. Es gibt keine Bedeutung hinter den Zeichen. Weisu will keine einfachen Antworten auf Fragen geben. Er will seinen Arbeiten keine eindeutige Aussage zuschreiben und ihnen damit die Freiheit nehmen, einen eigenen Charakter, eine eigene Ästhetik zu entwickeln. Es geht ihm darum, Beziehung herzustellen. Beziehung in seinen Schriftzeichen, zwischen Strichen und Punkten. Beziehung zwischen den Zeichen und den verschiedenen Objekten und Materialien. Beziehung zwischen den ausgestellten Arbeiten und den Betrachterinnen. Aufgetaucht sind die Zeichen erstmals 2016. Weisu hatte Käseschachteln entdeckt, die ihn auf die Idee brachten, diese mit Schriftzeichen zu bemalen. Ergebnis war eine erfolgreiche Ausstellung im Schondorfer Café de Ville. Seine Zeichen fanden seitdem weitere Wege in die Welt, auf Weinflaschen zum Beispiel oder Elementen von Europaletten. Alex Schenk, Betreiber der kleinen Ladengalerie mit der Wohnzimmeratmosphäre, hat gemeinsam mit Weisu das Konzept und das Thema für die Ausstellung entwickelt und gibt der besonderen Ästhetik der Objekte einen würdigen Rahmen. Die Arbeiten für die Ausstellung in der Galerie Feuer und Flamme lassen sich in vier Hauptgruppen einteilen. Markant im Raum sichtbar sind die bearbeiteten Aleppo-Seifenstücke. Die Aleppo-Seife mit dem markanten Stempel ist keine Seife, wie wir sie kennen. Es handelt sich um eine Naturseife auf Olivenölbasis. Eine Seife, die man auch gern in den Wäscheschrank legt, um Tierchen fernzuhalten oder den Geruch auf die Textilien zu übertragen. Für Weisu war es vor allem die Form der Seifenblöcke, die es für ihn interessant machte, damit zu spielen und zu probieren, in wie vielen Varianten er die Zeichen über die Quader laufen lassen kann. Über eine ganze Seite oder eine halbe, diagonal oder horizontal. So entwickelt jedes Seifenstück seinen eigenen Charakter. Als Tisch- oder Wandobjekt sind sie ein geheimnisvoller Blickfang. Um Körpersprache geht es bei den drei großformatigen Fotografien oder um Körper und Sprache. Da ist ein schöner männlicher Körper unbekleidet. Den unverwechselbaren eigenen Stil des Mannes hat Weisu mit seiner Zeichensprache zum Leben erweckt, die seine Schönheit und die Schönheit des menschlichen Körpers mit seinen Zeichen malerisch unterstreicht. Die quadratischen Arbeiten in den Objektrahmen haben ein besonderes Material als Grundlage. Im September 2019 haben Weisu und Shuri geheiratet. Es waren danach noch Einladungskarten übrig. Weisu fand das Material schön
und hat die Rückseiten der Karten bearbeitet. Durch die Feuchtigkeit des Pinsels wölbten sich die Karten beim Bemalen. Vaso hätte die Karten natürlich wieder glatt ziehen können, mit Gewalt gewissermaßen. Das hätte aber nicht seiner Haltung gegenüber seiner Kunst entsprochen. Bestandteil seines Arbeitens ist Aktion und Reaktion. Seine Arbeiten sollen ihre eigenen Anteile haben im Prozess des Entstehens. Und so behielten die Karten ihre Wölbung, die in den speziellen Rahmen jeweils mit unterschiedlichem Schattenwurf zur Geltung kommt. Die vierte Gruppe bilden 12 auf Aluminium gedruckte Digitalarbeiten. Der Künstler nutzt in diesem Fall ein 3D-Programm, um digitale Skulpturen zu schaffen. Er arbeitet dabei spielerisch mit Formen, er probiert aus, schaut, was passiert. Er nutzt Effekte von Licht und Schatten, schafft wieder Beziehungen zwischen verschiedenen Formen, hebelt in den Darstellungen verschiedene naturwissenschaftliche Gesetze aus. Und er stellt vor allem immer wieder Fragen. Fragen, auf die jede und jeder selbst seine persönliche Antwort finden muss. Es gibt kein Lösungsbuch und keine Übersetzerin, die da helfen kann. Vaso hat alles mit seinem Pfeffer, wie er es nennt, versehen. Und wir dürfen uns von seinem Pfeffer die Sinne kitzeln lassen, auf der Suche nach Antworten in einem Kosmos voller Fragen und Zeichen. Vielleicht können wir auch ein paar Fragezeichen mitnehmen in unsere Welt. Vielleicht sollten wir aufhören, auf jede Frage nach der einen Antwort zu suchen. Vielleicht sollten wir uns darüber freuen, dass es mehrere Antworten gibt. Genauso können wir wie Vaso lernen, unerwartete Ereignisse anzunehmen. Vielleicht sollten wir generell Menschen respektieren, die eine Antwort revidieren können. Und vielleicht sollten wir skeptisch sein bei Menschen, die meinen, alles vorher schon zu wissen. Vielleicht sollten wir aber einfach das Schöne dieser Ausstellung genießen. Vielleicht. Viel Spaß mit Vaso.